Die Zwei-Arm-Technik ist eine eigens von Gottschlich patentierte Technik für Drehsperren. Durch eingebaute Sensoren wird ein berührungsloser Start erzeugt. Die Holme der Zwei-Arm-Drehsperren bilden zwei unterschiedlich große Durchgangssektoren. Eine eigene Steuerlogik bewegt den Drehstern im längeren Weg schneller, um ein Aufschließen einer nicht zutrittsberechtigten zweiten Person zu verhindern. Durch Betätigen des Alarmstellungsknopfes oder durch Alarmauslösung der Brandmeldeanlage wird die Drehsperre in die Alarmstellung geführt. Der Fluchtweg wird ungehindert freigegeben. Die unter dem Gehäuse befindlichen Sperrholme werden verriegelt und können so auch nicht mehr über Kleidungsstücke in den Fluchtweg hineingezogen werden. Ein rasches und problemloses Zurückschalten in die Drehsperrenbetriebsart ist möglich. Somit kann ein häufiger Wechsel zwischen kontrollierter Personenvereinzelung und ungehinderter Passage, beispielsweise für Reinigungsmaschinen, Transport von sperrigen Gegenständen oder eben für den Fluchtweg erfolgen.